Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Es ist in der Tat so, dass wir hier ja über schwerwiegende Kriminalitätsphänomene sprechen. Aber es ist ja auch genauso klar, dass nicht jede Maßnahme gleich sinnvoll ist, nur weil sie einmal in der Rechtspolitik diskutiert wurde. Und das ist bei vielen der Punkte, die hier in diesem Antrag aufgerufen werden. Aber liebe Kollegin Erwin, vielleicht zunächst mal zu Ihnen. Ich habe mich schon gewundert, habe ich aber auch schon, als ich am Dienstag Ihren Fraktionsbeschluss zur Digitalisierung las, dass auch im Jahr 2018 diese Formel, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein, bei der NRW-CDU immer noch vorkommt. Bei denjenigen, die sich schon lange mit Digitalpolitik beschäftigen, schleicht sich da so ein wohliges Retro-Feeling ein, weil wir eigentlich vor 10 Jahren schon denjenigen, die diese Formel vertreten haben, erklären konnten, weshalb das so ein gnadenloser Humbug ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, man fragt sich in dieser Debatte, manchmal wissen Sie eigentlich, was Sie da genau beantragen, und man fragt sich, wie so oft, wenn es um Rechtspolitik und Bürgerrechtsfragen unter anderem ja dann auch geht, da fragt man sich doch, wo ist eigentlich die FDP? Ich wundere mich doch immer wieder, dass Sie das einfach genauso mitsingen, was Ihnen die Sicherheitsesoteriker der CDU da in die Feder diktieren. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir uns das jetzt im Einzelnen anschauen, was in Ihrem Antrag so drinsteht, dann sind da interessante Punkte drin, wo man zum einen darauf sagen muss, ganz viel Symbolpolitik. Wenn Ihnen nichts anderes einfällt bei der CDU, dann wollen Sie Strafrahmen anheben, so auch hier. Aber Sie wissen genau, dass solche Strafrahmenfragen nicht wirklich zur Abschreckung, nicht wirklich zur Prävention dienlich sind. Sie nehmen Bezug auf mehrere Punkte, wo man einfach sagen muss, illegal ist halt illegal. Das gilt zum einen natürlich bei dem Vertrieb illegaler Waren und Dienstleistungen. Das gilt aber noch viel mehr bei dieser Debatte. Sven Wolf hat es ja gerade schon angesprochen, dass wir da durchaus als Grüne eine sehr differenzierte Position haben zum digitalen Hausfriedensbruch, dem sogenannten. Da hatten wir ja immer wieder auch die Beispiele, die der Minister Biesenbach auch angeführt hat, von der sogenannten Zombie-IT, davon, dass Webcams gekapert werden und dann über das Smart TV Menschen gefilmt werden, möglicherweise auch in Situationen, wo sie nicht gefilmt werden wollen. Herr Biesenbach hat da das Liebesspiel erwähnt, getreu dem Motto Sex Sells. Ja, das ist natürlich für den individuell Betroffenen ein massiver Eingriff, aber liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind genau diese Vorgänge, die eben jetzt schon mit dem jetzt schon gültigen Rechtsrahmen genauso gut zu verfolgen sind, weil das ist eben heute schon illegal, wenn man sich zu unbefugt Zugang zu Daten verschafft. So, und liebe Kolleginnen und Kollegen, es geht weiter, dann wollen Sie dieser vorletzte Punkt, direkter Zugriff auf Daten in der Cloud, die ohne technische Kompromittierung zugänglich sind, was auch immer Sie damit meinen. Sie haben mich da an der Stelle wirklich völlig ratlos zurückgelassen. Vielleicht klären Sie das im Ausschuss. Und dass Sie am Ende jetzt anfangen mit dann auch noch dem Internet-Kill-Switch. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist eine Diskussion, die kennen wir aus Rechts oder aus Staaten, mit denen wir eigentlich uns nicht unbedingt messen möchten. Das ist aus meiner Sicht schwer verträglich mit meinen Vorstellungen, mit unseren Vorstellungen von Demokratie und von einem demokratischen Rechtsstaat. Nun gut, lassen Sie uns darüber diskutieren, was man anstelle Ihrer symbolpolitischen Forderungen bringen kann, wo es wirklich darum geht, was wirklich Sicherheit schafft, was wirklich Verbraucherrechte stärkt. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie verpflichtende Mindestanforderungen für IT-Sicherheit beispielsweise aussehen können. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie können EU-weit harmonisierte Zertifizierungsverfahren aussehen, wie kann man wirklich für Sicherheit schaffen für die Bürgerinnen und Bürger, wie kann man auch Diskussionen voranbringen wie Produkthaftung, wie kann man die Hersteller endlich in die Pflicht nehmen, wenn sie unsichere Produkte hergestellt haben, und lassen Sie uns vor allem auch dann darüber diskutieren, wenn es ja richtig ist, über IT-Sicherheit und über Datensicherheit miteinander zu sprechen, was Sie dann
für eine schizophrene Haltung an den Tag legen, wenn Sie jetzt die Hacker Ihres Innenministers losschicken wollen und hier in Nordrhein-Westfalen Quellen TKÜ und Online-Durchsuchung ausweiten wollen. Statt staatlich geförderter Unsicherheit brauchen wir staatlich geförderte Sicherheit, brauchen wir robuste Verbraucherrechte. Wenn Sie darüber mit uns diskutieren wollten, dann hätten Sie uns an Ihrer Seite, aber für Ihre symbolpolitischen Fragen haben Sie das nicht.